am Deutschen Roten Kreuzzelt von The Magic Bikes in Rüdesheim und haben jetzt hier vor uns stehen den Björn, der uns ein paar Fragen beantworten möchte. Björn, wie geht's dir? Sehr gut, es ist sehr, sehr heiß heute, aber nach dem ruhigen Abend gestern ist das jetzt heute halt der letzte Tag vorerst für uns. Morgen sind wir sehr kurz, also sonntags ist sehr kurz und dementsprechend ist das heute so der Hochkampftag für uns. Also es sind immer mal wieder die Stürze, die so aus dem Motorradgeschehen kommen. Dann hier auf der Rheinstraße im Regelfall ja nur Umfaller. Es sind ganz viele Pflaster, vom Blasenpflaster über die Verbrennung am Auspuff. Und es sind halt jetzt heute insbesondere viele Kreislaufkollapse aufgrund der Hitze. Also ich bin jetzt das fünfte oder sechste Jahr dabei mit der Unterbrechung von Corona. Bin jetzt dieses Jahr das erste Mal als Einsatzleiter hier eingesetzt, die 3 oder 4 Tage am Stück. Wir sind im Regelfall so um die 10 bis 12 Personen hier pro Tag. Das ist am Anfang immer ein bisschen weniger und im Laufe des Nachmittages werden das dann mehr Helfer. Also das ist ein unglaublich schönes Feeling hier. Man fühlt sich extrem nach Hause gekommen. Man duzt jeden. Es ist ein ganz angenehmes Publikum, was extrem freundlich uns gegenüber ist. Also man, wenn man selbst nur zum normalen Bäcker im Ort geht, man zahlt hier nichts, weil dann irgendjemand in der Kutte neben einem steht und sagt, ich zahle die Brezel, das ist kein Problem. Und das ist das unglaublich Angenehme bei der Magic Bike. Es ist einfach diese Zusammenarbeit zwischen allen Organisationen. Es ist ja Feuerwehr, Polizei, Ordnungsamt. Und es ist halt auch einfach, wenn man selbst Motorrad fährt, unglaublich schön, mal sich das ein oder andere Motorrad anzuschauen. Und die Parade ist das Highlight, wobei ich die noch nie woanders gesehen habe wie hier in Rüdesheim. Aber das ist schon sehr schön, wenn da die amerikanischen Polizei- und Feuerwehrmotorräder vorbeifahren.